Spawn gestern Pokémon mit dem Typ Psycho und existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Groink. Spoink ist ein kleines, grau gefärbtes und schweineähnliches Pokémon, das in den Farben Grau und Rosa erscheint. Das Psycho-Pokémon besitzt zwei kurze Arme ohne Finger und besitzt keine Beine. Stattdessen bewegt es sich auf seinem langen Schweif, welcher geformt ist wie eine Sprungfeder und ähnlich funktioniert fort. Würde es aufhören zu hüpfen, würde sein Herz aufhören zu schlagen. Mitten in seinem Gesicht befindet sich seine große Schweinsnase, oberhalb seine zwei kleinen schwarzen Augen mit weißer Pupille und daneben jeweils die ovalrosenen Wangen. Auf seinem Kopf zwischen seinen Ohren befindet sich eine rosa Perle, welche einem Perlu gehören soll, mit der es seine psychokinetischen Kräfte verstärkt. Sie ist sein größter Schatz und es achtet stets darauf, dass es diese nicht verliert. Spoings Shiny-Version ist beige gefärbt mit grauen Wangen und einer grauschwarzen Perle. Spoink ist ein relativ schnelles Pokémon, welches eine gute Verteidigungsfähigkeit gegenüber speziellen Attacken aufweist und diese ebenfalls mit beachtlicher Stärke einsetzen kann. So greift es Gegner mit Psycho-Attacken wie Psycho-Schock und Psychokinese an, nämlich diese mit Strahlen, telekinetischer Energie oder seltsamen Energiewellen trifft. Es beherrscht aber auch Attacken anderer Typen wie zum Beispiel die Flugattacke Sprungfeder, bei der es seinen Schweif einsetzt, um weit hoch zu springen und sich anschließend von oben auf den Gegner zu stürzen. Spoink kann die Fähigkeiten Speckschicht besitzen, mit welcher es durch seine Masse die Angriffe von Eis- und Feuerattacken abfangen und somit nur noch halb so viel Schaden nehmen kann, oder alternativ die Fähigkeit Gleichmut, die schützt es vor Verwirrung. Seltene Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Völlerei, durch die es Bären, die gewöhnlicherweise erst bei 25% der maximalen Kraftpunkte verzehrt werden, bereits bei 50% verzehrt werden. Spoink lebt in Wäldern wie dem Steineichenwald in der Johto-Region und bewaldeten Gebirgen wie dem Steilpass in der Hörnerregion. Es lebt von Pilzen, welche unter der Erde wachsen und ist stets in Bewegung. Dies ist dadurch zu begründen, dass das Pokémon auf seinem Schweif hüpfen muss, um eine Erschütterung auszulösen, die das Herz pulsieren lässt, was für das Pokémon lebensnotwendig ist. Die Perle auf seinem Kopf ist die eines Perlu und wird von dem Sprungfeder-Pokémon genutzt, um psychokinetische Energie zu speichern. Deshalb ist es stets auf der Suche nach einer größeren. Man sagt außerdem, es könne nach Belieben Psy-Kräfte manipulieren. Dabei ist Spoink der erster Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 32 zu Groink. Die graue Körperfarbe und die Schweinsnase, welche die hauptcharakteristischen Merkmale von Spoink darstellen, bleiben nach der Entwicklung beibehalten. Auch sind beide Entwicklungsstufen durch Perlen verziert. So ist bei Spoink eine große rosane auf dem Kopf zu finden, bei Groink sind es zwei kleinere schwarze auf der Stirn und eine in der Mitte des Bauches. Die Statur des Pokémon ändert sich nach der Entwicklung enorm. Vor der Entwicklung bewegt es sich auf seinem Schweif, welches wie eine Sprungfeder geformt ist, fort. Nach der Entwicklung besitzt das Pokémon kräftige Beine. Diese braucht das Pokémon, um während seiner Attacken Tänze auszuführen, welche ihm dabei helfen, Kontrolle über seine Gegner zu erlangen. Auch fällt auf, dass sich die vorher schlicht gehaltenen Hände nun zu langen Armen Klauen ausprägen. Der Körper färbt sich in ein helles Violett, die Ohren, Arme und der Unterkörper bleiben grau. Und mit seinem Typen Psycho nimmt es halben Schaden gegen Kampf- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Käfer-, Geist- und Unlichtattacken. Hat es die Fähigkeit Speckschicht, wird der Schaden von Feuer- und Eisattacken halbiert, sämtliche andere Typen machen normalen Schaden.